Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu WoW Classic. Ja, beim letzten Mal haben wir uns mit dem guten Slim angelegt. Der Junge hat versucht zu flüchten und hat dann seinen Handlanger noch mit ins Gemängels gezogen. Und davor haben wir uns in Altstadt geprügelt. Also die letzte Folge war eine kleine Schlägerei. Wir haben sehr erfolgreich bestanden und können jetzt wieder mit dem Schankwirt reden, der uns hoffentlich weitere Informationen geben kann bezüglich des vermissten Diplomaten. Wie geht's? Habt ihn erwischt? Hm? Gut für euch. Ich bin überrascht, dass das schlimm war. Ich will ehrlich sein, ich hätte nie gedacht, dass ich die Aufregung der unaufrichtigen Untergrundaktivitäten vermissen würde. Alte Gewohnheiten wird man wohl nicht so leicht los. Aber sagt Elling nichts davon. Wenn er hört, dass mir die Aufregung fehlt, versucht er wahrscheinlich, mich wieder nach Sturmen zu locken. Ich bin froh, dass ich euch im Manatee wenigstens ein wenig zu Diensten sein konnte. Wenn ihr noch etwas braucht, fragt nur. Auf dann! Ach ja, okay. Dann hat der jetzt die Folge quasi gehört, schon etwas verwirrt. Kann ich euch helfen? Die Defias zahlten mir nicht genug, um für diese Sache zu sterben. Sie entführten den König. Ja, den König von Sturmwind. Keinen kleinen Diplomaten. Er war auf dem Weg nach Terramor, um sich mit Jaina zu treffen. Offenbar eine große Sache und streng geheim. Aber es sind nicht nur die Defias daran verwickelt. Sie arbeiten mit jemandem zusammen. Ich glaube, sie wussten, dass das ihre Kräfte übersteigt. Meine Aufgabe war es, ihren Mann an Bord des königlichen Schiffes zu bringen, als er im Hafen lag. Der Typ hieß Handel. Wer weiß ich nicht. Ich schwöre es. Sprecht mit Mikael im Sumpfland. Man sieht sich. Okay, jetzt werden wir wahrscheinlich den fragen, wer der Handel ist. Der wird es ja wahrscheinlich möglicherweise wissen. Der König? Ich meine, der König? Der echte König? Ist das ein Witz? Ihr habt nicht erwähnt, dass ihr den Entführer des Königs suchst. Ich habe nicht einmal gehört, dass er vermisst wird. Das würde aufklären, warum bald sein Sohn gekrönt wird. Ich werde Elling sofort informieren. Er sollte wissen, dass ihr die Spur verfolgt. Ich hätte nie gedacht, dass Jan Sturmwind nur des Geldes wegen verkaufen würde. In manchen Dingen muss doch selbst ein Schurke Ehrengefühl besitzen. Jetzt ist es entscheidend, diesen Handel zu finden, und ich denke, da kann ich euch helfen. Am Anfang jedes Monats werden die Marines von Kul Tiras bezahlt und verlassen Terramor meist mit anderen Zielen. Viele kommen hierher, um Frauen aufzureißen, zu zechen und ihren Spaß zu haben. Das musste ich kurz unterbrechen. einer dieser Gruppen betrachtete ich als Stammgäste der Taverne. Und ich glaube, dieser Handel ist dabei. Kommandant Samuel in Terramor könnte euch helfen, ihn zu finden, wenn Handel noch hier stationiert ist. Er ist Proudmoore treu ergeben. Aber wenn ihr Ellings Namen erwähnt, dürfte er euch helfen. Diskret. Man sieht sich. Okay, dann geht es jetzt nach Terramor für uns. Sehr cool. Ich weiß auch gar nicht, ob wir zusammen schon in Terramor waren. Jetzt bin ich am überlegen, was ist denn das hier für eine Quest, die hier mir angezeigt wird? Vincent Hayal. Naja, egal. Keine Ahnung, wo die sein soll. Wir fahren jetzt mit dem Schiff nach Terramor. Ja, und irgendwie war ich jetzt eigentlich meinen Husten los, aber ihr habt ja gerade gemerkt, ich muss mich wieder muten. Ja, seit heute fängt er wieder an. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Aber irgendwie ist es ziemlich anstrengend. Ich war den Husten eigentlich los. Ja. Ich weiß auch nicht. Ja, ansonsten ist eigentlich nicht viel passiert, außer dass die führenden Regierungskräfte sich gegenseitig mit den Mitteilungen überschlagen. Fangen wir mal mit der Regierungsmeldung aus Amerika an. Wird der Trump jetzt abgesetzt oder nicht? Oder anders gesagt, wird ihm der Kopf abgeschnitten? Oder Bayern mit den Masken? Wobei ich ganz stark annehme, das geht durch. Oder besser gesagt, durch ist es ja eh schon. Das gilt ja, glaube ich, ab... Ich weiß gar nicht, gilt das ab heute? 14.
Wenn das hier rauskommt, ist nicht der 14. Ich weiß. Wenn ich das aufnehme schon. Aber ich weiß gar nicht, ab wann das gilt, weil Bayern ist, lese ich zwar, aber merke ich mir natürlich nicht. Aber ich bin fast der Meinung, dass dieser Söldner, und oh mein Gott, ich fange jetzt politische Dinge an. Ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster. Ich glaube, dass das irgendwie, ich denke beinahe, dass das nicht lange dauern wird, bis die anderen Bundesländer auch so einen Scheiß aufziehen. Und damit meine ich eigentlich nur, dass wir auch diese beschissenen Masken tragen müssen. Beim Einkauf und beim Nahverkehr. Ja, was gab es noch für Nachrichten? Heute hatten wir zumindest eine, naja, einerseits traurig, andererseits denke ich, es ist vielleicht auch besser so, Siegfried, ich weiß gar nicht den Nachnamen, aber man kannte ihn unter Siegfried und Roy. Roy ist ja schon vor einiger Zeit gestorben und Siegfried ist jetzt auch verstorben heute am 14. An einer Krebskrankheit. Und wie ich heute gelesen habe, ist seine Frau vor kurzem an Corona verstorben. Das bedeutet eigentlich, das ist krass, wenn man so drüber nachdenkt, oder? Seine Frau ist an Corona gestorben und er kurz danach an Krebs. Diese beiden Krankheiten auf ein Level zu setzen, eigentlich kann man es ja schon bald tun. Aber ich finde es krass, ehrlich gesagt. Andererseits denke ich, er ist jetzt wieder bei seiner Frau, er ist jetzt wieder, wie viele schreiben, er ist jetzt wieder bei Roy. Ja, keine Ahnung, ob die sich jetzt so dicke waren noch im Alter, das weiß man natürlich nicht. Aber, ja. So, vermisste Diplomat, das ist jetzt Stufe 33. Also immer noch nicht übertrieben. Wir werden mal gucken, wie weit wir mit der Questreihe kommen, weil Terramor, ich weiß gar nicht, auf welches Level Terramor gesetzt ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir kriegen auf jeden Fall gleich ein Level ab, das kann ich euch versprechen. Und ja, ich kann ja mal ein bisschen Schleichwerbung für meinen Twitter-Kanal machen. Falls ihr, ich habe keine Ahnung, warum ihr bei Twitter sein solltet. Ich kann es euch nicht beantworten, ich weiß selber nicht, warum ich dort bin. Aber teilweise auch wieder Zeitfüller, glaube ich. Jedenfalls, falls ihr Lust habt, ich versuche jetzt wieder aktiv die Videos bei Twitter zu veröffentlichen bzw. zu teilen. Das wird aber immer erst zeitlich versetzt passieren. Das heißt, die Videos kommen ja immer morgens um 9 raus, falls es der eine oder andere mitbekommen hat. Oder es ist völlig egal, wann ich sie veröffentliche. Hauptsache, sie kommen. Ich habe aber irgendwie, habe ich mir 9 Uhr immer eingetragen. Ich weiß auch nicht, warum. Und wenn ich dann nachmittags nach Hause komme, dann mache ich meistens noch einen kleinen Post bei Twitter, wo das Video dann noch verteilt wird. Bis jetzt nicht mit riesen Reichweite, selbstverständlich. Aber ich habe mir dieses Jahr, für 2021, habe ich mir ein kleines Ziel gesetzt. Und das ist eins, was ich, denke ich mal, vielleicht sogar nicht schaffen, ist vielleicht übertrieben. Aber vielleicht zum Teil eventuell ein bisschen umsetzen kann. Also aktuell klappt es gut. Aber ich glaube, wenn ich mich dran gewöhnt habe, also momentan schreibe ich es mir ungelogen, ich schreibe mir jeden Tag auf, dass ich, also an den Tagen auf, wo ich twittern will. Das sind auf jeden Fall 3 Tage die Woche mit den Videos, da habe ich auf jeden Fall einen aktiven Tweet. Und dann will ich auch versuchen, 1 bis 2 Tage pro Woche irgendwie was anderes zu posten. Sei es jetzt irgendein Screenshot aus Arc Age, was ich gerade treibe, oder wirklich, am Dienstag zum Beispiel habe ich ein Foto von unserer schönen Schneelandschaft gepostet. Auch sowas findet Weg dorthin. Oder auch mal Tweets ohne Bilder natürlich. Es muss ja nicht immer ein Bild dabei sein. Twitter ist ja nicht darauf ausgelegt, eigentlich ursprünglich für Bilder zu sein, glaube ich. Da ist, glaube ich, eher die Textnachricht und der Hashtag wichtig. Ja, bei Hashtags brauche ich definitiv bestimmt noch ganz viel Hilfe. Ja. Und dadurch, dass YouTube ja vor einigen Jahren gefühlt schon wieder... Oh, sehr schön. Entdeckt Insel Terramor und wir kriegen ein Level Up. Ja, wunderbar. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Wo waren wir? Ach so. YouTube hat ja die Funktion, dass automatisch Videos bei Twitter geteilt werden, eingestellt.
weiß der Kuckuck warum. Und damit hatte dann bei mir natürlich auch das Teilen auf Facebook und Twitter automatisch aufgehört. Der Kanal, den ihr unten in der Videobeschreibung übrigens findet, ist mein privater Kanal, deswegen auch private Bilder zum Teil. Oder private Tweets über Meinungen zu irgendwelchen Themen, I don't know, was er auch immer da landen kann. Natürlich alles, was im Internet auch veröffentlicht wird. Also mir ist bewusst, wenn ich das da schreibe, dass das jeder lesen kann. Genauso wie mit WhatsApp. Damit gehe ich ein Risiko ein, das weiß ich. Ich kann das zwar nachvollziehen, dass viele Leute jetzt bei WhatsApp sagen, hey, wir haben da keinen Bock drauf, dass wir auf Instagram und Facebook jetzt personalisiertere Werbung bekommen. Aber ganz ehrlich, Leute, mir ist das voll egal. Ich verstehe die Ansatzweise. Übrigens, das war zwar unsere Klingel, aber ich muss jetzt nicht loslaufen. Ich verstehe die Angehensweise, aber ja, man muss damit leben, wenn man sowas nutzt. So, jetzt habe ich mich mal kurz gemutet, weil der Wechsel gerade an die Tür gegangen ist und ich wollte nicht zu laut reden. Nicht, dass der Postbote uns hört. Das ist ein kleiner Nachteil davon, dass unser Aufnahmezimmer in der Nähe der Haustür ist. Aber es ist verträglich. Hallo. Welch Freude, euch zu sehen. Ich bin Kommandant Samuel. Ich kommandiere Miss Proudmoors Truppen hier in Terramor. Zurzeit bin ich zwar ziemlich beschäftigt, aber falls ihr irgendwelche Fragen habt, sprecht mich ruhig an. Möglicherweise muss ich es kurz machen, aber ich will euch gern helfen, wenn ihr Hilfe braucht. Falls ihr vorhabt, die Stadt zu verlassen, rate ich euch, vorsichtig zu sein. Abgesehen von Ogern, Orks und Murlocs wimmelt es im südlichen Teil des Sumpfes vom schwarzen Großdrachen. Händel? Ja, ich kenne den Mann, aber wozu braucht ihr einen meiner Soldaten? Hat Elling euch geschickt, ihn zu finden? Das gefällt mir ganz und gar nicht. Elling hat euch nicht zuerst zu mir geschickt, wenn eure Anliegen nicht beunruhigend wäre. Ich verstehe, wenn ihr mir nicht sagen könnt, worum es geht. Aber denkt dran, ich muss dieses Land beschützen. Wenn ihr vorhabt, die Ruhe zu stören, solltet ihr mich so viel wie möglich wissen lassen. Ich glaube, Händel war im ersten Turm außerhalb von Terramor stationiert. Seid vorsichtig. Ja, ich glaube, vorsichtig. Achtung, Spoiler, es kommt jetzt wieder zum Kampf. Aber normalerweise 35. Wir sind jetzt 33. Wir werden es mal versuchen. Ich weiß, wo der Typ sich aufhält. Das ist einfach nur die Straße runter. Nicht kriminell schwierig. Und wir haben ja immer noch ein Pet. Deswegen können wir eigentlich meist immer noch ein, zwei Level über uns kämpfen. Ohne Schwierigkeiten. Von daher versuchen wir es einfach mal. Ja, wie gesagt, ich bin der Meinung, wenn man WhatsApp benutzt, dann weiß man, das hängt mit Facebook zusammen. Dann weiß man, das hängt mit dem Internet zusammen. Und selbstverständlich habe ich keinen Bock darauf, dass jetzt WhatsApp irgendwie es schafft, die Nummern von meinem Telefon zu zocken und die weiter zu verbreiten. Da habe ich natürlich gar keinen Bock drauf. Oder dass mein Internet, meine Nummer irgendwie weiter verbreitet wird. Aber ich bin der Meinung, dass das ein Risiko ist, was man trägt, wenn man diesen Service nutzt. Ansonsten müsste man, glaube ich, fast wieder auf SMS zurückgehen, wo ich mir nicht mal sicher bin, ob das auch hundertprozentig sicher ist. Das wäre das Thema WhatsApp. Das ist auch abgehakt für heute. So, der gute Händel befindet sich hier in dem ersten Wachturm. Angeblich. Wir gucken mal. Aber hier ist er nicht. Braucht ihr Hilfe? Der Mann namens Händel, den ihr sucht, ist nicht hier. Andere Quellen lieferten Lady Proudmoore Informationen, die ihr wohl bereits kennt. Sie bat mich, euch zu suchen und euch bei der Mission zu unterstützen. Wenn ihr gestattet, sage ich euch, wo ihr gefreiten Händel findet, damit er seine gerechte Strafe erhält. Oh, wir kriegen einen Buff. Proudmoores Verteidigung, Rüstung um 40 erhöht und Ausdauer um 10. Ja, und gerechte Strafe ist hier auch das richtige Stichwort. Der gefreite Händel hält sich westlich von hier auf. Im Augenblick ist er auf der Wache und beschützt einige von Terramoors Spitzeln, während sie sich ausruhen. Sie behalten
Brackenwall, den Stützpunkt der Horde, im Auge und suche nach allem, das unsere Grenzen bedrohen könnte. Ihr müsst ihn problemlos finden können, sucht einfach nach Zelten am Straßenrand. Ich muss mich um andere Dringer kümmern, stoße aber bestimmt bald zu euch. Ihr könnt mich immer im Turm von Lady Proudmoore in Terramore finden, falls ihr Probleme habt. Das Licht segne euch. So. Das ist jetzt wo? Das ist hier hinten. Okay, und jetzt ist es schon 36. Jetzt könnte es schon kompliziert werden. Aber wir versuchen es trotzdem. Im schlimmsten Fall schaffen wir es nicht. Ich glaube, der Handel ist mit 2 Gefreiten dort. Sprich, es sind wieder 3. Wieder in Anführungszeichen, weil der andere Typ war ja auch... War der auch zu dritt? Ich weiß es gar nicht. In Altstadt? Auf jeden Fall der Terramore nicht, sondern hier Sumpfland. Der war mit sich und einer anderen Person. Und die Ads hier sind 35. Mobs, Ads, wie auch immer ihr sie nennen wollt. Also die können uns auch nicht direkt umbringen. Die wären schon ein bisschen anstrengend, aber nicht tödlich. Terramore ist so ein bisschen grenzübergreifend, sage ich mal. Ist wieder so ein Gebiet, wo man questen könnte. Wir haben hier auch die ersten Aufgaben, wie zum Beispiel Orkbericht oder feine Gewürze. Dann haben wir hier unten Stinkys Flucht. Die ist ziemlich anstrengend. Ich glaube, das befindet sich in einem Spinnengebiet. Und die Quest hier hinten, ich habe keine Ahnung. Ja. Und dann geht es ins Hordengebiet über. Brachland ist Horde. In der man als Allianz nicht viel unterwegs ist, außer man möchte die Instanz machen. Ist das die hier? Ich glaube, hier, wo die Quest sich aufhält. Ratchet ist auf jeden Fall ein Punkt, den wir irgendwann auch aufsuchen werden. Blaulaubknollen zum Beispiel ist eine Quest, die man im Steinkrallengebirge abführt. Wäre auch eine Idee. Man könnte hier auch questen. Aber Steinkrallengebirge ist auch eher ein Gebiet für die Horde und hat auch mehr Aufgaben für die Horde als für die Allianz vorhanden. Von daher empfiehlt es sich im Allgemeinen. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Sound war. Okay, das scheint wieder weg zu sein. Ich bin etwas irritiert über den Sound. Ich weiß nicht, ob ihr ihn auch gehört habt. Eventuell über irgendein Ding, was hier noch offen ist vom Wechseln. Ich sollte mir vielleicht doch angewöhnen, das alles zuzumachen bei Aufnahmen. Aber jetzt ist das zu spät. Und jetzt kommt er schon wieder. Hab den Browser jetzt einfach mal zugemacht. Denke mal, dass der Sound jetzt nicht nochmal auftauchen sollte. Das war mehr als creepy. Aber ist okay. So. Gefreiter Händel. Dann sind wir ja mal gespannt, ob wir dich schaffen. Das Zelt befindet sich hier rechts fernab, dort auf der Ecke. Und der Typ ist Stufe 35. Aber er hat definitiv, glaube ich, 1 oder 2 Begleiter dabei. Und wie gesagt, er wird uns eigentlich sofort angreifen. Sobald wir ihn ansprechen, ja. Die beiden werden ihm helfen. Stufe 36. Also das wird sehr knackig werden. Haben wir Heiltränke noch da? Ja. Die werden wir vielleicht auch brauchen. Seid gegrüßt. Dies ist ein gefährlicher Ort für einen Spaziergang. Ich würde nicht zu lange bleiben, wenn euch euer Leben lieb ist. Wenn ihr euch auf kurze Fragen beschränkt, will ich sehen, ob ich euch helfen kann. Haltet nur nach diesen schmutzigen Ogern Ausschau. Gerüchten zufolge gibt es einen Stützpunkt der Horde in den Sümpfen. Die Spitzel tun, was sie können, um ihn zu finden, aber das ist eine langwierige Angelegenheit und wir bekommen nicht voran. Was? Ihr kommt hierher und werft mir vor, ich mache mit den Defias gemeinsame Sache und glaubt, ich höre mir die Beleidigung an. Etwas sagt mir, dass ihr das schon lange verdient habt.
Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Jetzt haben wir es, okay. Aber ich glaube, das packen wir nicht. Das ist zu heftig. Ja. Also, wir machen uns mal auf die Socken und verliehen. Die Quest ist noch zu krass für uns. Also, selbst wenn ich auf den Händel draufgehe, selbst dann wird es nichts. Weil die anderen beiden mich vorher umbringen. Ja, wir müssen jetzt auch aufpassen, unser PvP ist jetzt auch aktiv, was mich jetzt aber nicht bei den Wachen hier großartig umbringen lässt oder so. Also ich kann jetzt hier langlaufen. Ist alles gut. Den Buff, den werden wir jetzt natürlich dann nicht mehr haben, wenn wir das nächste Mal das versuchen. Aber ja, was machen wir jetzt? Der vermisste Diplomat ist fehlgeschlagen. Das werden wir jetzt erstmal so drin lassen, damit wir die nicht vergessen. Die ist jetzt auch auf 38 gesprungen, also eindeutig zu hoch für unser Level. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ich würde vorschlagen, dass wir beim nächsten Mal uns jetzt mit 33 langsam aber sicher Richtung Schlingendorntal begeben und dort die allerersten Quests machen. Ganz vorneweg, willkommen im Dschungel. Ist eigentlich eine reine Grind-Quest und dort kann man eigentlich viel Erfahrung sammeln. In Sturmwind haben wir auch einige Aufgaben offen. Sucht für Maurer, Melans Gesuch, ein nobles Gebräu. Ja, James Hyjar, weiß ich immer noch nicht, wer das ist. Ja, keine Ahnung. Und dann haben wir natürlich auch noch eine offene Quest in Southshire, aber Southshire wird noch ein bisschen warten müssen. Und Necros Schachzug. Ja, ein bisschen was vor haben wir noch, aber ich denke, nächste Woche wird es nach in den Dschungel gehen. Die Schlägerei haben wir leider nicht gewonnen, aber wir haben es versucht. Und wir werden zu einem späteren Zeitpunkt dahin zurückkehren. Die Geschichte wird auf jeden Fall weitergehen, wenn wir etwas stärker sind. Ich wünsche euch bis dahin, beziehungsweise bis nächste Woche, ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf baldiges Wiedersehen.